Ist Homeoffice eigentlich als Handwerksbetrieb sinnvoll? Solltest du das deinen Leuten anbieten? Bringt dir das Vorteile, neue Leute zu gewinnen oder Leute zu binden? Darum geht es in diesem Video. Let's go! Ja, Homeoffice als Handwerksbetrieb klingt ja erstmal sehr weit weg. Die müssen ja trotzdem rausfahren, die können ja nicht von zu Hause aus ihre Arbeit machen. Ja, das stimmt schon, das stimmt aber auch nur teilweise. Also erstmal muss man sagen, man hat natürlich auch in einem Handwerksbetrieb Bürokräfte, klassische. Und hier ist natürlich die erste Frage, ist es überhaupt möglich, dass diese Leute Homeoffice machen können, technisch gesehen? Weil es gibt genug Strukturen, wo ich weiß, da haben die Leute vor Ort irgendeinen Server stehen, weil den irgendwann mal irgendjemand eingeredet hat, dass das mega sicher sein soll. Und dann ist es halt so, dass dieser Server ja im Endeffekt von zu Hause schwer aufrufbar ist. Da muss man dann irgendwelche Zugänge zulegen, dass das funktioniert. Was oftmals technisch wieder komplex ist, Kosten verursacht, weswegen es dann gar nicht als Idee gesehen wird. Jetzt haben wir aber auch die Situation auf der anderen Seite. Dass gerade wenn ich jetzt sage, ich habe im Büro eine Frau, die ist jetzt vor 1, 2 Jahren Mutter geworden. Da ist das Kind relativ häufig krank. Dann fällt die mir jeden zweiten Tag sonst aus, wenn es mal schlecht läuft, wirklich eine Zeit. Oder mal jede zweite Woche fällt die mir mal 1, 2 Tage aus. Das ist definitiv ein Problem. Und da sollte ich mir schon überlegen, was für Lösungen ich dir anbieten kann, zu sagen, hey du, das Kind ist es vielleicht krank, du musst zu Hause bleiben bei dem Kind, alles in Ordnung, ne? Aber schau doch, wenn ich das in die Sachen machen kannst. Und es gibt genug Leute, die sind dann noch bereit, Dinge zu machen. Die sagen ja nicht pauschal, ja, das Kind ist krank, ich mache jetzt einfach auch den ganzen Tag nichts. Es gibt ja genug Leute, die wirklich auch Lust haben, was zu machen, nur wir ermöglichen es ihnen dann meist gar nicht, ne? Und deswegen ist hier einfach ganz wichtig, schaffe von Anfang an eine Struktur, mit der Homeoffice möglich ist. Das kann auch ein Server sein, ich will den Server nicht verteufeln, aber ich habe oft genug gesehen, dass es sehr, sehr stache Lösungen am Ende sind, die wenig Spielraum lassen, tatsächlich wirklich produktiv zu arbeiten. Leider, leider. Es war früher anders, ist aber heute tatsächlich so, weil es heute einfach ganz andere Lösungen gibt. Bedeutet, die erste Frage, die du stellen solltest, ist es überhaupt möglich für die Person Homeoffice zu machen? Und dann kann es durchaus sinnvoll sein, bedingt auch mal zu sagen, hey, du hast jetzt mal 1, 2 Tage, wo du von zu Hause das Ganze machen kannst. Punkt 1. Punkt 2. Jetzt geht es bei den Monteuren weiter. Ja, die Monteure, die sollen natürlich im Idealfall nicht von zu Hause aus arbeiten, weil die Baustelle ist ja nicht zu Hause bei denen meistens. Aber was zum Beispiel eine gangbare Lösung sein kann, was viele auch bei sich schon umgesetzt haben, wo man aber drüber nachdenken kann, wie kann ich es dem Monteur ermöglichen, dass er vielleicht nicht erst in den Betrieb kommen muss? Wie kann ich dafür sorgen, dass er seine Daten zur Baustelle vielleicht jeden Morgen aufs Handy geschickt bekommt, dass er genau weiß, wo er hin muss, was da los ist, die Sachen sowieso im Bulli hat. Vielleicht einer kommt noch aus dem Betrieb mit rausgefahren, das Material anliefern, vielleicht ist es auch schon bei der Baustelle, je nachdem, welchen Gewerk ich bin, ist das ja auch manchmal üblich. Bedeutet, der Monteur muss gar nicht erst in den Betrieb kommen und dann wieder abends in den Betrieb zurückfahren, sondern er kann direkt von zu Hause auf die Baustelle fahren. Ist ein Riesenvorteil. Wenn wir sehen, was bei HR-Kampagnen gut funktioniert, also bei Recruiting-Kampagnen gut funktioniert, dann ist es definitiv ein Punkt, der wichtig ist, dass man sagt, hey, du musst nicht jeden Tag in den Betrieb kommen. Du kommst halt einmal die Woche, holst dir das Material für die Baustelle ab und die anderen Tage fährst du direkt zur Baustelle und direkt nach Hause. Da sparst du dir eine halbe Stunde Weg, ne, pro Strecke, also eine Stunde jeden Tag sparst du dir einfach. Und klar, das ist Arbeitszeit, aber der arbeitet auch lieber produktiver, ist auch für dich besser, wenn er in der Zeit mehr schafft. Und vielleicht ist sogar der Weg von der Baustelle nach Hause kürzer, als der vom Büro nach Hause. Das heißt, der spart sogar dann nochmal Zeit für sich. Also das sind Themen, über die man sich definitiv Gedanken machen sollte. Ne, vielleicht nochmal zusammengefasst jetzt, das ist ein relativ kurzes Video, aber ich denke, das sind inhaltlich einige Themen, über die du mal nachdenken solltest. Wenn wirklich der Worst Case ist, die Leute zu Hause bleiben müssen, aus diversen Gründen, ne, dann hast du da einfach schon mal einen riesen Vorteil, weil die können auch von zu Hause produktiv tatsächlich arbeiten. Ich meine, wir versuchen auch, die Leute möglichst viel im Büro zu haben, weil sonst viele Dinge auch einfach untergehen und nicht mitbekommen werden. Aber es gibt auch Stellen, die arbeiten ausschließlich von außerhalb. Ne, das sind natürlich dann Stellen, die perfekter strukturiert sind. Dafür musst du aber die Struktur einfach zur Verfügung stellen, IT-technisch, als auch Software-technisch, also IT-technisch, Hardware-technisch, also Software-technisch, so rum. Das ist natürlich beides IT im Endeffekt. Nächstes Thema, überleg dir, ob es möglich ist, dass die Monteure vielleicht nur noch einen Tag in der Woche ins Büro kommen können, der ganze Rest digital abgewickelt wird bei zuverlässigen Leuten. Weil Leute, die es nicht gut machen, das kannst du auch als Incentive machen, weil Leute, die es nicht gut machen, die müssen jeden Tag reinkommen, weil die machen halt ihre Doku nicht so gut. Und dann wirst du feststellen, auf magische Weise, wenn die ihre Doku plötzlich besser machen, wenn sie jeden Tag eine halbe bis eine Stunde eher zu Hause sind. Ne? Ich denke, es sind einige Themen, über die du mal nachdenken kannst, einige Themen, die wichtig sind. Du kannst gerne nochmal hier drunter kommentieren, wenn du noch so Cases hast, wo du sagst, da könnte Homeoffice Sinn machen und du weißt es nicht genau, dann gehen wir gerne nochmal drauf ein. Ansonsten wie immer Daumen nach oben da lassen, ne? Abo da lassen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.